Moin moin, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Shiftcodes in Borderlands The Pre-Sequel einlösen könnt, um Zugriff auf Kisten mit wertvollem Inhalt zu halten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, ihr könnt im Hauptmenü den Punkt Extras aufrufen und erreicht hier das Shift-Menü. Alternativ könnt ihr auch in Concordia das Shift-Terminal bedienen, das ihr an dieser Stelle in der Nähe von Moxies Kneipe findet. Beides setzt voraus, dass ihr einen Shift-Account bei Gearbox habt und euer Account mit der Spieleplattform eurer Wahl verknüpft ist. Ihr könnt euch auch direkt aus dem Sperrhaus registrieren oder anmelden. Habt ihr euren Code eingegeben, holt eure Belohnung am Shift-Terminal in Concordia ab. Meist sind das goldene Schlüssel, die ihr verwenden könnt, um diese Kisten zu öffnen und außergewöhnliche Dinge zu erhalten. Ein Tipp dazu: wartet lieber, bis euer Level höher ist als meiner, damit ihr noch bessere Sachen bekommt. Nun die spannende Frage: Woher bekommt ihr diese Shift-Codes eigentlich? Ja, eine gute Quelle sind Twitter oder Facebook. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Achtet aber darauf, dass ihr die richtigen Codes für eure Plattform eingebt, sonst funktioniert das nicht. Viele Codes haben außerdem ein kurzes Verfallsdatum. Ja, ich hoffe, dass euch das hilft und ihr viele tolle Dinge erhaltet. Noch viel Spaß mit Borderlands. Tschüss und bye bye.